Im Wiesbadener Stadtteil Kastell wurde eine begehbare Röhre direkt am Rhein installiert. Angeblich kommt die beeindruckende Pixelröhre bei Passanten gut an. Aber wären diese immer noch so begeistert, wenn ihnen die Kosten bekannt wären? Der Bund der Steuerzahler hat sie im Schwarzbuch aufgedeckt. Am Kasteller Rheinufer wurde im Frühjahr 2022 eine röhrenförmige Skulptur als Kunst zum Anfassen eingeweiht. Durch seine verspiegelte Oberfläche aus gefaltetem Edelstahl soll das Objekt die Landschaft und das Wasser auf sinnliche Weise reflektieren. Mit ihrer Länge von 5,50 Meter und einem Durchmesser von 3,40 Meter ist die Pixelröhre ein echter Hingucker. Mit der Ausrichtung auf Mainz soll sie einen gedanklichen Brückenschlag zur Nachbarstadt schlagen, dessen Stadtteil Kastell einst war. Die Pixelröhre ist nicht nur begehbar, sondern bietet auch Sitzmöglichkeiten. Laut Wiesbadener Oberbürgermeister kommt das Projekt bei Passanten, Medien und in sozialen Netzwerken gut an. Es stellt sich die Frage, ob die Bewertungen auch so positiv ausfallen würden, wenn den Menschen die Kosten des Projektes bekannt wären. Zwar wird auf dieser Hinweistafel über die Hintergründe des Projektes informiert, aber wer wie viel gezahlt hat, das wird nicht erwähnt. Hinter dem Projekt steckt wie so oft der Regionalpark Rhein-Main, eine Gesellschaft, die unter anderem von Kommunen und dem Land Hessen getragen wird. Sie soll das Rhein-Main-Gebiet aufwerten, schießt dabei aber oft übers Ziel hinaus. Das hat ihr schon etliche Einträge im Schwarzbuch eingebracht. So nun auch bei der Pixelröhre. Zu Beginn rechnete man mit Kosten von rund 250.000 Euro. Doch im Laufe des Projektes stiegen die Kosten um über 100.000. Schuld war eine aufwendigere Statik für die Kaimauer, die angespannte Marktlage und eine nachhaltige Gestaltung der Umgebung. Damit stehen unterm Strich über 350.000 Euro. Zum wiederholten Male ist ein Regionalparkprojekt im Rhein-Main-Gebiet aus dem Ruder gelaufen. Natürlich sind Kunst und Begegnungsorte wichtig. Doch wäre es angesichts der Krise nicht auch eine Nummer kleiner gegangen? Der Rheinblick durch die Röhre hätte sicher auch etwas kleiner Anklang gefunden. Diesen und 99 weitere Verschwendungsfälle finden Sie in unserem Schwarzbuch. Bestellen Sie jetzt Ihr kostenfreies Exemplar. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung.